Futsal, die andere Art des Fußballs, ist derzeit in Burgenlandshallen in. Zum bereits 6. Mal veranstaltet der Burgenländische Fußballverband eine landesweite Unter-14-Meisterschaft, die nun in der Sporthalle in Neusiedl am See begonnen hat. Und das erste Tor des Championats erzielt Oliver Ziniel im Spiel SV Golz gegen die Spielgemeinschaft Seewindl in den Dünkler Dressen. Golz geht damit 1:0 in Führung. Beim ersten Hinsehen kann man kaum einen Unterschied zum Hallenfußball erkennen. Jedoch... Futsal ist die Abkürzung für Fußball im Salon und ist eigentlich in Südamerika entstanden. Da hat es zwar Handballspielfelder gegeben mit Handballtoren, aber keine Banden. Man wollte trotzdem in der Halle Fußball spielen und hat die Regeln so adaptiert, dass es ein sinnvolles Fußballspiel in der Halle ohne Banden gibt. Bedeutet zum Beispiel besondere Regeln, wie der Tormann darf nur in einer Ballbesitzphase ein einziges Mal den Ball berühren. Wenn dann wieder zurückgespielt wird, ist für den Gegner ein Freistoß. Man will damit erreichen, dass man mit Hilfe des Torhüters eine Überzahl in der Verteidigung schafft und Zeit schinden kann. Als Trainer bin ich der Meinung, dass Futsal den Spielern sehr, sehr viel bringt. Die Technik wird perfektioniert, man kann nicht beliebig den Ball wegdreschen, man schaut, dass er in der Mannschaft bleibt, er darf auch nicht die Linie überschreiten. Dort gibt es übrigens, wenn er draußen ist, keinen Einwurf, sondern einen Einkick. Der Ball ist sprungreduziert, auch von Südamerika kommen, damit er nicht so raufspringt, wie es bei anderen Bällen auch ist und vielleicht in die Zuschauerringe geht oder irgendein Fenster kaputt macht. Es gibt auch noch besondere Regelungen, wie zum Beispiel, damit es fair zugeht, darf man nur 5 Fouls machen und dann eine Mauer stellen. Ab dem 6. Foul darf man keine Mauer mehr aufstellen. Das heißt, die Spieler, die das Foul bekommen haben, dürfen sich aussuchen, schießen sie weiter vorn, wenn da der Tatort war, oder vor der 10-Meter-Marke ohne eine Mauer, fast schon wie einen Strafstoß ins Tor. Und was es noch gibt, im Gegensatz zum Hallenfußball, 2 Referees. Je einer für eine Spielfeldhälfte. Und was ist für den Referee dabei anders? Das sind halt andere Spielregeln zum Teil. Muss man das noch ein bisschen einlassen. Die Halle ist etwas anders als am Feld. Muss ich mehr konzentrieren? Nein, konzentriert muss man immer sein. Was noch auffällt, es sind in den einzelnen Teams auch Mädchen dabei. Es gibt Vereine, die sehr viel Wert auf die Mädels legen und sie auch mitspielen lassen. In anderen Vereinen hat es schon jahrelang keine Mädels gegeben. Ich hoffe, dass sich die in Zukunft ein bisschen mehr bemühen. Futsal ist aber nicht für jedes Mädchen das Nonplusultra, weil... Das heißt, braucht Fußball. Nein, für uns ist es besser, zu meiner Meinung nach. Draußen, oder? Ja, draußen ist viel besser, weil man mehr Platz hat. Viele Mädchen aber sind mit Begeisterung dabei, wie nahezu auch alle Buben. Futsal ist für mich ein Spiel ohne Bande in der Halle. Und was noch? Ja, ein schnelles Spiel, wo viel kombiniert wird. Und ja, das war's schon. Bist du Techniker? Ja, einigermaßen schon. Ja. Und ein Sohn eines berühmten Fußballers? Naja, geht. St. Georgs Nachwuchstrainer Hannes Marze ist mit einem seiner Teams dabei und will erfolgreich sein. Hans Fützi aber, der sportliche Nachwuchsleiter des BV, jedenfalls zeigt sich von Futsal begeistert. Ja, also wir sind der Einladung des Burgenländischen Fußballverbandes gefolgt, klarerweise, um am Futsalturnier hier teilzunehmen. Ich glaube, es ist ein gutes Event für die Nachwuchsspieler, auch von unserem Verein. Und wir wollen natürlich versuchen, hier auch erfolgreich uns zu beteiligen. Futsal, eine tolle Art des Fußballs zu spielen. Koordinativ unheimlich interessant, auch im taktischen Bereich, wenn es 4 gegen 4 gespielt wird, sehr wichtig. Und vor allem ist der Ball eine ganz andere Art, wie er fliegt, wie er springt. Und wenn man mit denen umgehen kann, dann ist das eine wundertolle, ganz tolle Entwicklung auch für den Fußball draußen. Der SV Golz beherrscht diese Meisterschaft von Anfang an, gewinnt gegen die Spielgemeinschaft Seewindl mit 4:1 und schlägt auch St. Georg Eisenstadt mit 2:0 durch beide Treffer von Timo Schmelzer. Derzeit ist in Neusiedl der Start für die Qualifikation des heurigen Jahres geplant. 5 Mannschaften, die 5 vermeintlich besten aus dem Nordburgenland, spielen um 2 Finalteilnehmer. Das gleiche findet morgen in Oberwart statt, auch dort spielen 5 Teams. 2 qualifizieren sich für das Finale, das am 25. Februar stattfinden wird. Dann werden wir sehen, wer im Futsal unter den U14 Mannschaften im Burgenland der Beste ist.
Und unter den Besten wird sicher der SV Gräusied hellblau sein. Das hat sich in Neusiedl bereits herauskristallisiert. Erster Treffer in diesem Turnier, 1:0 für den SV Gols durch die Nummer 19 Oliver Zinner.